Thank you.
Leute, Leute, Leute! Herzlich willkommen zum letzten FPL-Spieltag. Ich habe mich so gefreut, hier dabei zu sein bei diesem wunderbaren Projekt. Und es ist schon fast wieder vorbei, aber natürlich noch ein Showmatch zum Auftakt haben wir vor uns. Und danach das Grande Finale. Und im Showmatch, da werde ich euch begleiten, aber natürlich nicht alleine, denn unter mir ist der gute Houdini noch mit dabei. Hallo, freut mich auch dabei sein zu dürfen hier am Finaltag der FBL. Ich bin ja eigentlich Spieler von Gamma Legion Lizards, aber habe mich jetzt entschieden, doch noch hier mitzucasten, hier nochmal reinzukommen, weil man ist eh da, man schaut sich das eh an. Und ja, das ist schon angesprochen, das Showmatch ist dann, die FBL-Crew spielt gegen, ich glaube, heißt es Team Allstars, Alisrem? Oder wie ja, nennen genau, sie sich? Genau. Also, das Wichtige ist ja, FPL-Crew sind die Leute hinter den Kulissen, dass sie auch mal zeigen können, hey, wir haben auch Hände, wir spielen auch League. Das und weiß eben, ich nicht. Genau, ich habe ja, das sehen wir gleich. Und das andere ist, das habe ich dir ja auch gesagt, ne? Für mich sind es halt die MVP, meines Herzens, ja, die MVPs. So viele Namen, die wir hier halt kennen, die wir schon in der Lobby sehen, ne? Hier, Fabstar, Fishman, Relict, Nickytainment auf der Art. Also, da sind ja so viele Namen dabei. Schade, dass du nicht dabei bist, honestly. Aber schön bist du hier beim Cast, ne? Ja, ich glaube, Mello wird uns Supporter der FPL sehr gut vertreten. Hat auf jeden Fall schöne Sachen auf Twitter, sage ich mal, gepostet. Und jetzt hat sie auch eine Chance, hier was zu zeigen. Auf der anderen Seite natürlich bei der FPL-Crew haben wir Fabstar, Relic, Code Fishman, Vicky und natürlich auch Babu. Also manche Refs sind auch da. Das heißt, eventuell, wenn es ein oder andere Mal Unstimmigkeiten gab gegen die Refs, könnte man jetzt eventuell mal den 1 auswischen. Ne? Das würde ich auf jeden Fall sehr gerne sehen. Aber mal gucken. Ich sehe schon. Ich will so, dass das da eine Abstimmung war. Und da, ne, welchen Spieler wollen wir so komplett raustargeten? Ne? Ja. Roaming Support und Gang Jungler und dann einfach nur Win, Lose, egal. Hauptsache, es macht keinen Spaß, ne, für das Team. Ja, also ich glaube, auch so 5 Mann runter auf Vicky, alle ganken sie oder ihn und dann werden wir mal schauen, wie das Ganze wird. Nee, ich freue mich sehr drauf. Du hast schon gesagt, die FBL-Crew haben die Hände. Ich weiß nicht, also manche von denen haben ja auch schon FBL selber gespielt. Damon natürlich. Warte, spielt Damon überhaupt? Nee, ich glaub nicht, ne? Um Gottes Willen, Damon spielt ihr gar nicht. Was macht denn Damon? Ist der Teammanager bei denen oder macht er einen Draft oder? Nee, soweit ich weiß, ist er gar nicht zu Hause an seinem Setup. Der hat sich jetzt, der ist unterwegs am Wochenende, hat sich für die Analyse-Ecke, ja, kleiner Hint schon mal für später, ja, vielleicht das ein oder andere Setup mitgenommen und hat gesagt, ja, ne, wenn ihr mich braucht, ich kann ja in die Analyse-Ecke gehen. Wer weiß, aber ich sehe ihn hier auf jeden Fall nicht in der Lobby. Und es werden schon die Ready-Checks gemacht. Ich hoffe, ihr seid ready zu Hause vor euren Bildschirmen, ja, wenn ihr noch nicht dran geklebt seid mit Leim. Was macht ihr dann überhaupt noch? Denn es geht wirklich jeden Moment gleich los. Genau, damit starten wir auch direkt in die erste Pick-and-Bun-Phase. Wir haben Crew gegen Star, die Allstars gegen die Crew. Und ja, bei den Allstars spielen auch manche, die wir auch jetzt hier im Finale sehen. Also Shuriken ist natürlich hier einmal am Start in der Midlane. Wir haben auch selber auf der Toplane. Also vielleicht so ein kleines Warm-up-Game auch für die Jungs, die jetzt hier gleich im Finale gegeneinander antreten werden. Aber schauen wir erstmal hier, was die Crew sich überlegt hat, was für Buns sie rausholen wollen. Genau, ja, ohne Greenscreen unterwegs, hab gedacht, ne, für die Departure am letzten Tag kann ja jeder sehen, dass ich actually nicht auf irgendwelchen komischen Planes und in Coachmans Gesicht wohne, sondern dass ich eine ganz normale Wohnung habe hier. Mit 3 Gitarren stehen, habe ich schon gehört, ne? Mit kleiner BM hier. Genauso wie auch der Ivan-Bun, glaube ich, ein kleiner BM ist. Coach Fishman ist ja bekannt für Ivan überall gefühlt, ne? Also Mitte, Jungle, wer weiß. Das werden wir auf jeden Fall nicht sehen. Nee, er ist sehr, sehr stark, ein absoluter Comfort-Pick und ein sehr starker Pick für Coach Fishman. Da kann man super viel kombinieren, hast du schon angesprochen. Und ja, ist ein geiler Bun, weg mit dem Baum. Und natürlich jetzt gegen den lieben Fabster, ja, der Warwick-Bun. Ja, genau. Warwick, also ich bin natürlich ehrlich, das ist komplett mehr Komfort als Meta. Ich wüsste nicht mal, was Warwick ist. Toplaner, Jungler, auf jeden Fall ein bisschen vergessen für Riot. Oder ist der Champion gut in Lower Elos? Weil ich sehe den halt nie. Und wenn ich ihn sehe, dann denke ich, juhu, free LP. Aber ist halt ein simpler Champion, ne? Ist halt wie so ein bisschen der Garen des Jungles irgendwo.
Ja, von daher gesehen. Und, oh, I love it, I love it. Was wir da schon für erste Picks sehen. Wie gesagt, wir haben auch schon Warwick. Wenn wir Gangplank und Yone haben, das sind doch mal Champions, die Mechanics brauchen. Ja, also ich glaube, hier in Showmatch möchte man flexen und die Picks zeigen, das ist ganz klar. Also weg mit den Ivern, wir wollen keine langweilige Yumi, sondern wir wollen coole Champions, flashy Champions sehen. Und da passt Lee Sin Yone extrem, extrem gut. Der Yone wird wahrscheinlich für Toplane Saber sein und Lee Sin auch. Also sehr, sehr schöne Picks und interessante Picks. Jetzt kommt Evelynn Assassine und die funktioniert in Low Elo sehr, sehr gut. Oh, Evelynn, super, super interessant. Das ist auch so ein Champion, der trotzdem auch in High Elo immer wieder mal in Scrims gesehen wird. So, Evelynn Fiddle sind so ein bisschen, ne, die Low Elo Stomper, die aber tatsächlich so gut sind, dass man sie auch in höheren Ligen ein bisschen sieht. Und apropos Low Elo Stomper. Also, wenn das ein Disco-Nunu wird, dann weiß ich auch nicht, dann fresse ich einen Besen oder sowas. Ob der jetzt Mechanical Agency hat, kann man streiten. Was meinst du, Houdini? Gibst du ihm das? Ja, also Nunu hat eine Sache, das ist Chain-Ganken und das sollte man unbedingt hier machen. Ja? Also ich möchte ja nicht den Nunu irgendwie super farmen sehen und da, sondern er geht von Top zu Mid zu Bot zu Mid zu Top und da die ganze Zeit Chaos machen. Disco Nunu wird's nicht, aber ich glaube, es wird ein Nunu, der sehr, sehr viel ganken wird. Warte mal, was? Wir haben Lee Sin? Ja. Lee Sin Jungle und Nunu? Es wird wild. Ich weiß nicht, was die Odds das sich überlegt haben. Also Nunu Support? Nee, Quatsch. hey, okay. Listen to me. Also, okay. Ja, listen to me. Ja, listen. Saiyan, Lee Sin Botlane. Der Saiyan schmeißt den Minion, der die Lee Sin Q hat. Danach Sonic Wave nochmal drücken und easy Insec ohne Ward usen. Du meinst Lee Sin Support, okay. Nee, ja, das ist dann... Viele Kombinationen. Und was ist das dann? Oder mit Senna und dann... Nee, Senna also geht auch. Ja. Das macht alles irgendwie nicht so ganz Sinn, glaube ich. Aber wahrscheinlich ist Lee Sin besser auf Support als Nunu jetzt hier auf Support zu haben. Sagen Sie, was er kann, ist groß im Busch stehen und R drücken und hoffen, dass irgendwie die Botlane da ranmoved. Aber ansonsten wird es sehr, sehr schwer. Und wir sehen ADC-Buns. Ja, sehr, sehr viele. 4 ADCs wurden jetzt hier schon mal rausgenommen. Und ich meine, klar, die Allstars, die wollen hier gewinnen gegen die Crew. Die wollen denen zeigen, hey, ihr seid nicht ohne Grund nicht in der FBL, sondern organisiert nur das Ganze. Und ich glaube, wir werden auf jeden Fall versuchen, hier einen Stomp anzusetzen. Ja, das... Ich weiß nicht. Mein Kopf war am Weiterdrehen. Was, ja, wenn's Double Jungle ist? Um Gottes Willen. Was, wenn du sagst, mit Nunu fangen wir einfach beim gegnerischen Buff an? Okay. Und nehmen das, ne? Und dann lachen die Coach Fishman aus, ja, und sagen, wer hat hier die geilen Threats? Und ich würde es feiern. Oder Funnel oder irgendwas. Yone Mitte, Nunu Support, der ihn funnelt, irgendwas richtig Bescheuertes. Es ist ein Showmatch, Leute, ne? Es geht darum, euch eine geile Pre-Show zu liefern. Es geht darum, auch mal, ja, wer weiß, uns vielleicht ein bisschen mad zu machen. Ein paar lustigen Sachen. Oder eben die Crew einfach mad zu machen. Boah, ich bin so gespannt auf den letzten Pick. Ja, also wir haben jetzt noch einen Draven bekommen, das heißt, die ganzen coolen Lee Sin-Kombos, die man eigentlich hätte machen können, sind jetzt einmal raus. Und Draven bräuchte eigentlich definitiv da einen starken Supporter, damit er eben die Kills und alles kriegt. Und es wird auf der Bottom Leona Jinx, sehr, sehr unangenehme Lane. Und jetzt pickt man seinen Midlaner. Ja, es ist, ich glaube, es wird Nunu Support, oder? Nee, das ist Lissandra Support. Und Nunu oder Lee Mitte? Nee, das ist Double Drug. Ah, okay. ich weiß doch auch nicht. Oh Mann, das ist halt absolut nicht. Also, ja, okay, ja. Chat, helf mir mal. Ja? Kann man den noch? Ich hätte es vielleicht mit dem Ryze gesehen, weißt du? Ryze, Nunu Botlane und dann Realm Warpst du da, ne? Die Yara am Kopf. Es gibt so viele interessante Kombos, ich glaube, es wird auch interessant. Aber, also, hands down. Lissandra Support ist ja jetzt ein bisschen ins Rampenlicht gerückt, denn das hat man jetzt immer wieder ist übertrieben. Man hat es manchmal als Rakan-Counter gesehen. Und vielleicht hat man sich gesagt, hey, wenn es gegen Rakan funktioniert, funktioniert es ja vielleicht auch gegen andere Engage-Champions. Und vielleicht funktioniert es dann ja auch gegen Leona. Wer weiß? Ja, also ich bin sehr gespannt, was die Allstars hier gekocht haben. Ich dachte eher, dass die FBL-Crew hier irgendwie krasse, weirde Picks zeigen, aber nö. Es sind auf der ganz anderen Seite die Allstars,
Und ich meine, sie sind ja richtig sortiert, ne? Also an sich wird es Lissandra Support und Nunu Mitte, right? In der Theorie ja. Jetzt, okay, jetzt packen wir weiter die Büchse der Pandora aus, ja? Okay. Jay, wogegen struggled Chase? Er struggled gegen starke Melee-Champions, also wie zum Beispiel in Renekton oder so, ne, die mit ihm traden können, und Champions, die Sustain haben, um seinen Poke entgegenzuhalten. Nunu kommt ins Bild gerollt. Er hat Sustain mit seinem und okay, das mit dem Gegenhalten, das überlege ich mir noch, das sehen wir dann. Aber ich habe echt überlegt, wie kannst du Coach Fishman countern? Du spielst einfach selber Nunu mit. Ich liebe es. Es ist einfach der Coach Fishman Pick tatsächlich. Sowas erwarte ich eigentlich eher von Coach Fishman. Der hat sich hier aber für die Tryhard-Variante entschieden, ne? Für einfach für den Jace Mitte. Ich habe keine Ahnung, wie das Midlane-Matchup aussieht, aber Botlane stelle ich mir ja noch viel, viel schlimmer vor. Also, die Lissandra ist zwar ganz nett mit diesem Rakan-Ding, aber an sich, wenn Nico Babu einfach nur E trifft auf den Draven und der hoffentlich hat er Cleanse dabei, also das wäre ein großer Fehler, keinen Cleanse zu haben. Der ist einfach ripped, der wird da 200 Jahre durchzizelt, mit Jinx-Traps kommt er auch nicht raus. Und ob eine Lissandra-Support so viel Damage gegen Vicky macht, weiß ich nicht. Ach, ein bisschen Base-Damage ist da schon dabei im Kit und hey, wenn andere Magier funktionieren, wie Brand und so, die gut Base-Damage haben, dann funktioniert doch hier die Lissandra bestimmt auch irgendwie. Wie gesagt, wir haben so ein Pro-Play gesehen. Muss gut sein. Irgendwie. Muss gut sein, ja. Ihr merkt schon, vielleicht ist da ein bisschen Sarkasmus dabei bei mir, vielleicht auch nicht. Ich überlasse das jedem Zuschauer selber, wie viel Sarkasmus bei mir jetzt dabei sein soll. Oh, aber für mich das Highlight definitiv der Nunu Mitte. Es gab doch eine Zeit, wo man das gespielt hat und dann so möglichst schnell die Wave geklärt und dann rollst du halt am besten noch mit deinem Lee Sin auf eine Sidelane. Wer weiß, vielleicht ist dann ja das Lissandra Gank Setup genau das, was du brauchst. Also, wie gesagt, ich weiß, ich lehne mich gerade sehr, sehr weit aus dem Fenster, aber die haben sich schon was dabei gedacht bei dem Draft. Ich hoffe es einfach mal. Vor allem, man muss überlegen, Shuriken wird ja auch gleich noch das Finale spielen. Also ich weiß nicht, ob Nunu da ein gutes Warm-Up-Game ist für das Finale, was danach direkt stattfindet. Aber du hast absolut recht, alles drin. Früher hat man das gemacht, ist sehr, sehr stark. Warum? Weil niemand kommuniziert miteinander. Niemand sagt, hey, Nunu rollt gerade übrigens auf die Botlane. Vielleicht geht ihr nicht unter ihrem Turm. Deswegen hat das sehr, sehr gut funktioniert. Gerade in Solo-Queue war das sehr, also actually viable. Mhm. Mittlerweile, glaube ich, ist es sehr offensichtlich, wenn auf einmal der Nunu extrem pusht. Wobei, gegen den Jace pushen ist jetzt nochmal die nächste Frage. Aber, und dann geht er irgendwie Topside von der Mitte Richtung Topside. Dann muss man eigentlich nur sagen, ey, Relic, nicht inten. Okay, ich merke schon, du gibst mir hier immer den Ball. Es baut weiter auf in meinem Kopf, ja? Big Brain ist, okay, was? Wir sind ja nicht auf schlechtem Niveau oder so. So. Aber, okay. Auf den Sidelanes sind Hypercarries, ja? Ja. Auf den Sidelanes willst du farmen. Du kannst aber nicht farmen, wenn in der Mitte ständig kommt, hey Leute, der Nunu fehlt. Hey, der Nunu fehlt. Mhm. Oh, übrigens, der fehlt immer noch. Und irgendwann musst du dann ja vielleicht sagen, okay, ich will ja nicht ständig eine Wave droppen. Also wenn Shuriken hier jede zweite Wave oder so reinpushen kann, wie gesagt, ich rede natürlich hier vom idyllischen, perfekten Spielplan und so, und dann jedes Mal nach unten rennt, dann musst du theoretisch gesehen jede zweite Wave droppen. Allein das wäre doch auch schon ganz guter Global Impact. Ob das jetzt genug Impact ist, um eine Nunu zu rechtfertigen, da können wir uns gerne noch drüber streiten. Aber du siehst, ich sehe alles sehr, sehr positiv hier. Ja, Nunu Mitte, Leute, so viele Upsides. Schaut mal. Find ich super. Ja, wenn wir das ganze Ende spielen, hat dann Code Fishman irgendwie 6000er Gold League in der Mitte und gewinnt das Game. Ich sage persönlich auch. Shutdown. Wie bitte? Shutdowns, Draven. Shutdown, genau. Kann man noch zwei Support-Items bauen? Actually, geht das noch? Müsste ja noch gehen, glaube ich. Weil das war doch mal auf Top-Lane. Die haben das aber so sehr genervt, dass sich das nicht mehr lohnt, aber. Irgendwie so. Das war doch Jenna Top-Lane, die dann extra so gespielt hat, dass der Gegner einen 700er Shutdown hat und dann Lane-Swaps du, holst das Shutdown ab und. Und jetzt vielleicht einfach das in der Mitte mach. Ich weiß nicht. Ich weiß, ich ziehe da sehr, sehr. Ich bin wirklich schon in der untersten Schublade im Trickschrank angekommen. Aber ich bin hopeful. Am Ende intet der Nunu vielleicht einfach und ne, Shuriken geht 0,20 und der Chase hat wirklich 10.000 Gold. Das glaube ich nicht. Das will ich halt auch nicht.
Nee, Freunde, ich würde auch sagen, wir gehen auch damit in das Game rein. Wir haben die FBL-Crew gegen die All-Stars. Die All-Stars sind hier am Kochen. Vielleicht salzen sie die Suppe. Und ich sage, die FBL-Crew gewinnt das Game. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also der Draft hat mir da deutlich besser gefallen. Die All-Stars haben halt so klassisch FBL gedraftet, ja? Nach in der Series gegen Hannover werdet ihr sowas die ganze Zeit sehen. So Lissandra Supports oder irgendwelche crazy Midlaner. Oh, guck mal, eine Dance-Party alles drin. Oh, das ist doch schön. Da mach ich Komm, Fischmann. Kuh. Oh, Hopfenheiler. Ja gut, die Sache ist aber, solange du keinen Mana-Flow hast, ist es ja... was ist dieser Schneeball? Was ist das für ein Schneeball? Der knockt schon mal, der macht Damage und... Okay, ich gebe dir recht, die Blue Side, die gewinnt es hier einfach. Ist mir egal, was gerade passiert, First Blood für Draven sogar. Aber das war richtig ehrenlos. Ja, aber wirklich. Also Leute, wenn man sich in der Mitte trefft für Dance Party, dann danzt man auch. Dann kommt man nicht mit einem Schneeball wie so ein Messer in den Rücken rein. Eieieiei. Vielleicht. Also das war keine Ehre. Vielleicht soll das auch eine Ansage sein von Shuriken, um zu sagen, ey, im Finale kämpfen wir nicht ehrenvoll. Wir nehmen wirklich die dreckigsten Strategies in Kauf, um das Ding heute zu gewinnen. Ich hab keine. Also Shuriken, bei mir wirklich Respekt hat sich gerade halbiert. Also tut mir leid. Ne? Aber das, Nunu Mitte ist ja ganz cool, da ging der Respekt schon mal doppelt so hoch, aber das hast du direkt wieder verloren. Direkt wieder verloren. Und Relic verliert hier auch auf jeden Fall das 1 gegen 1. Saber wird ihn da einfach runterrennen. Oh ja, der Jone von Saber. Lucky Relic. Ja, also man sieht, die All-Stars, die kämpfen mit allen Mitten. Die benutzen die Busche, die benutzen hier, ja komm, wir sind alle Freunde und spielen fair und dann ab rein. Und gefällt mir, ja, die All-Stars spielen dreckig. Die wollen hier die FBL-Crew stompen. Ich merke schon. Es ist ein Showmatch zum Auftakt und wir haben hier sowas. Also die Teams haben verschiedene Priorities, nenne ich es einfach mal. Ja. Und was hältst du eigentlich von dem Draven-Pick von Nikki Tamen da unten? Sehr, sehr geil. Ich finde Nikki Tamen und Mellow ist ja auch die RBA-Botlane, eine sehr, sehr starke Botlane. Und ich finde, man sollte mal weg von diesen Ezreals gehen, von diesen ganzen Weak-Side-ADCs. Ich glaube, da passiert nicht viel, oder? Fishman? Nee. Nee, da darf nicht viel passieren. Aber, ey, ich bin... Was passiert im Jungle? Fabstar wird invaded, Hopfenheiler. Der hat seine Sonic Wave nicht ready und kann somit auch nicht weitermachen. Ja, gut. Als nicht viel passiert. Ja, da passiert noch mehr. Der holt sich die Kill. Der dodgt den Shockblast von Fishman. Und somit ein 2-0. Ja, das ist so High Elo, dass das sogar unseren Observer hier austritt. Nee, das macht er nicht, oder? Was, oh mein Gott, was ist denn hier los? Okay, einer und alle sterben. Ich dachte, es gibt ein Double, wurde es auch, aber Coach Fishman hat selber auch sein Leben gelassen. Genauso wie auf Toplane. Die Minion-Shots reichen für den Kill. Was ist das für ein Fiesta? Gott. Ja, es ist wundervoll. Ich bin froh, dass ich hier nicht Play-by-Play mache, sondern Colorcast. Das heißt, ich kann hier eigentlich nur zurücklehnen und dann Stimme lauschen, alles rem, weil hier passiert sehr wilde Sachen. Wie auch immer Relic es geschafft hat, Saber gerade im 1v1 zu killen. Saber, eigentlich sagen viele, der beste Toplaner in der FBL, hat sehr viele Solo-Bonus gemacht, sehr viele Leute gedifft. Und Relic denkt sich, ja, du bist vielleicht der beste Toplaner, aber nicht besser als meine Minions. Ja, die Sache ist, er spielt ja Gangplank. Und Gangplank, sind wir ehrlich, ist auch ein bisschen unfair. Ich glaube, das kann man auch schon mal so sagen, ne? Ja, definitiv sehr stark. Und Mellow jetzt hier zeigt uns mal die Lissandra-Support. Genau, wird uns auch zeigen, wie gut Aftershock eigentlich ist, denn am Anfang ging da gar kein Damage durch. Aber Nikki Tamen hat dann doch immer wieder ein paar Autotags hier gefunden. Er findet weiter Autotags. Da ist aber der Engage. Fabster ist in der Nähe, will auch dazu kommen. Nikki Tamen ist am Kiten. Flash den Slow hier, das könnte wichtig sein. Babu hat aber natürlich den Stun wieder ready. Und das Kiting von Nikki, sehr, sehr schön. Shuriken ist unterwegs. Der Ghost gezündet. Hopfenheiland tötet Relic auf Toplane, aber das juckt uns gerade nicht, denn auf der Botlane ist Fabster in Gefahr. Er wird genommt, er wird ignited. Reicht es ignite, um den Kill zu holen? Ja, der letzte Tick hier ist genug, um Shuriken diesen Midlane-Roam zu ermöglichen. Und Coach Fishman, der ist auch dabei in der Party. Der hat natürlich auch noch Bock, ein bisschen mehr zu machen. Shuriken, drop low, stirbt hier. Nikki Tamen nur Level 3 gegen Level 5, aber hat den Advantage und holt mit dem Autotech nochmal den Kill.
Eieiei, Freunde, was hier gerade passiert ist. Absolute Fiesta auf der Botlane, währenddessen Hopfen Highland Toplane gekillt hat und sich den kompletten Topside Jungle auch inhaliert. Kommen wir nochmal zum Fight zurück. Sehr schön eigentlich von. Nee, kommen wir nicht. Doch, kommen wir. Sehr ja, schön doch, von Nico Babu gemacht. Nee, kommen wir nicht. Komm, Hopster, da wird's gleich schallern. Ja, der sagt auch: Hallo Hopfen, darf ich bitte meinen Jungle noch farmen? Wie wär's denn? Ich habe nämlich Smite und du nicht. Oder das ist einfach nur ein Spectator-Bug. Ich weiß es nicht. Wichtig ist aber auch, dass Hopfen Highland hier vielleicht ein bisschen zu viel des Guten wollte und das Shutdown an Coach Fishman abgibt. Leute, wir haben 2 Kills die Minute. Das ist das Ziel, was wir hier haben. Am Ende, wenn das 20 Minuten ist, müssen wir mit 40 Kills hier rausgehen und wir sind auf dem besten Wege dahin. Freunde, das ist das Schöne an der FBL, dass wir alle ungefähr auf dem gleichen Skillniveau sind. Und es war ein schönes Play tatsächlich hier von den Allstars auf der Botlane, aber dann wollte man zu viel und hat ein bisschen wieder abgegeben. Ja, also absolut ausgeglichen hier, 1500 Gold nur. Und Shurikan hat echt Probleme. Ja, er versucht hier mit viel Gefühl die Wave zu clearen. Der Hammer ist nicht mehr ready von Coach Fishman. Eieiei, der Schaden aber auch von diesem Chase. Wir wissen, warum er alle unser Herz erobert hat in Arcane. Kommt übrigens, glaube ich, bald mal in 24 Season 2 raus. Bitte alle einmal die Daumen drücken und Finger kreuzen und alles, ne? Draußen November 24, habe ich gehört. Die wichtigen Sachen gibt es, die Production sogar weiter. Das ist sehr gut, sehr gut. Also meine Headset hat eher so Vi erobert und Caitlyn, aber okay, you do you. Hä, also ja klar, aber die sind nicht im Game. Ach so, ah, jetzt Hitler. Okay, mhm. Ja, ich meine, Jace hat auch auf jeden Fall die Herzen aller FBL-Spieler eingenommen, weil Jace, ich glaube, gefühlt jede Series haben wir den mindestens einmal gesehen. Sehr, sehr potenter Midlaner, Toplaner, aber ja. Auch sehr potent. Oh, der Stun war schön, um den Insekt zu verhindern. Hopfen, er will hier einen Kick finden, findet auch den Kick. Das ist gut genug. Weiter geht's. Vicky wird zum Flashen gezwungen. Nikki-Tainment frisst da noch ein paar Turret-Shots. Der Turret ist wieder resettet, wird damit nicht allzu viel Damage machen. Willst du da reingehen? Nein, einfach nur angejukt, um vielleicht noch ein paar Cooldowns zu baiten. Jetzt ist aber Fishman auf Fishman. Der hat Hunger und der gönnt sich auch einen Kill. Er rennt Melanie nach und Melanie keinen Skill im Moment, um rauszukommen, die Claw. Was ist die Cooldown, Melanie? Sag es mir, die Cooldown ist zu lang auf jeden Fall. Und damit Coach Fishman schon auf 6 Kills. Und wenn ich unseren lieben Observer Bütti mal fragen könnte, ob er die X-Taste für uns drückt, weil du hast 6000 Gold-Lead in der Mitte predicted. Wir sind ja schon auf dem Gold-Lead, ne? Wir haben noch ein bisschen Zeit, ist gerade mal die 8. Minute, 14 Kills, das kann man schon mal ganz entspannt machen. Ich weiß nur nicht, Hopfen Highland, ob er dafür jetzt wirklich gehen möchte. Smite ist ab, man hat aber nur 600er Smite, Fabster natürlich auch. Die Sache ist, du hast super Smite, ne? Also Lee Sin mit dem Q-Execute-Ding, wenn du den Dragon hitten solltest, dann geht das, aber nee, also, okay, nicht so, okay. Nice try, aber nee. Also, nice try, aber noch besser hat es hier die Crew gespielt. Die sind alle zusammengekommen. Nee, es geht weiter. Ja, es geht definitiv weiter. Fabster in Bedrängnis und Neko Babu auch. Da ist der Absolute Zero Schneesturm für den Double Kill auf diesem AP Nunu. Shuriken struggled, aber er holt sich hier auf jeden Fall einen guten Lead zurück. Und wenn wir vom Lead sprechen, tatsächlich, das erste volle Item ist fertig geworden und es ist auf Nikki. Ja, Nikki. Tamen sehen wir gerade leider nicht, aber wir haben auch in der Midlane schon das fertige Item. Also da hat man sich für die Klinge von Draktar entschieden. Nikki Tamen hier für den Essence Reaver, ja, ganz klassisches Draven-Build. Von Toplane erhoffe ich mir mehr. Ja, also Botlane ist übelst Action, die ganze Zeit wird da heftig gefightet um schöne Sachen. Ah. Ja, also Shuriken wird die Lane nicht mehr spielen können. Ja, ich will eine Analyse wenigstens rausbringen. Shuriken kann diese Lane nicht mehr spielen. Wir haben es gesehen, er kommt auf die Lane, er wird gehammert und kann dann wieder gehen. So ziemlich. Er muss eigentlich immer warten, bis seine Wave unter seinem Turm ist. Und dann macht es Code Fishman sehr, sehr gut. Der pusht die Wave rein und geht dann Top oder Bot. Und jetzt dürft ihr wieder kämpfen.
Genau. Ich wollte schon sagen, Leute, er will was erklären, ihr müsst euch wieder prügeln. Vielleicht auch war auch das ihr Ziel, dass einfach nichts gesagt werden darf, außer es ist Action auf der Top-Lane, es ist Action auf der Rift und Fabstar nur Level 5 gegen Hopfen Highlands Level 7. Einfach sehr, sehr schwierig mit dieser Evelynn gut ins Game zu kommen, wenn man so hart gecounter-jungelt wird. Trotzdem, man hat Bock für dieses Objective zu gehen, Hopfen Highland aber mit dem verbesserten Smite ready. Theoretisch, man weiß aber vielleicht nicht, ob er es ab hat oder nicht. Hopfen Highland weiß es aber und ja, geht hier raus. Ja, man hätte vielleicht mit einem Ward Jump noch was probieren können, aber finde ich ganz gut. Ja, vielleicht ein bisschen Ruhe nochmal reinbringen. Wir haben jetzt hier 19 Kills, also einer fehlt noch für wirklich die 2 Kills pro Minute. Aber ich wette, Botlane wird hier vielleicht gleich was probieren. Ich glaube, Vicky und Babu, die müssten gar nicht so vorsichtig sein, wenn sie einmal ihre... Ah, doch müssen sie, weil Shuriken ist da. Okay. Genau, und der Schneeball kommt, Hopfen Highland hat auch Bock, wird gespottet auf der Ward, der Schneeball rollt und wird er connecten? Er wird tatsächlich connecten, es reicht aber nicht für den Execute und Coach Fishman, ich bin auch dabei in der Party, Hopfen Highland wird angegangen, Coach Fishman muss aber auch aufpassen, droppt eben auch sehr, sehr low, kann da noch ganz knapp rauskommen, der Autotech von Nikitainment nicht genug, wo ist das Crit Luck, wenn man es denn braucht? Ja, Nikitainment beißt sich jetzt in den Arsch, dass er da die Ulti davor rausgehauen hat, weil also das wäre ein richtig fettes Shutdown und sehr viel Gold, was der Draven sich hier einmal einverleiben könnte. Macht er nicht. Und ich find's geil. Shuriken. Nee, nevermind. Ja, Saber hat Bock auf Toplane. Flash und Piekser right into the heart, um hier nochmal den Toplane-Thron wirklich zurückzuerkämpfen. How did we ever doubt this man? Ja, und Shuriken gefällt mir richtig gut, der scheißt einfach auf Midlane und auf die Waves. Er sagt sich, hey, ganz ehrlich, der Coach Fishman, der roamt eh immer, der nimmt eh nicht meinen Turm, ja, dann verliere ich 2, 3, 4 Waves. Scheißegal. Ja, also Mitte ist eh nur ein Roamfest. Was ist Mitte? Was sind Minions, oh Hopfen Highland? Die Super Mega Death Rocket, wer ready, wird geflasht hier und direkt der Counter engage der Schneeball. Aber Tokyo Drift ist nicht driftig genug. Nikitainment unterm Turret muss da rausflashen, alles haben's usen. Hier ist aber auch wieder die ganze Crew mit dabei und auch Fabstar ist auf der Jagd nach seinem ersten Kill, denn er ist jetzt Level 6. Er ist unsichtbar und Evelynn ist unlocked. Oh mein Gott, der Shockwave Damage und auf die Flashes, Coach Fishman hat super. Er holt sich 1-2 und der Turret holt sich den dritten und somit sind wir wieder schön auf dem besten Weg, auch mit dem Kill hier von Fabstar. 26 Kills bei 12 Minuten, wir schaffen es! Wir schaffen es, Freunde. Ja, immer weiter so rein in das gute Game. Ja, also das Blut muss fließen und Nikitainment wurde kurz noch mal erinnert, dass er ja ein ADC ist. Fabstar stand zwar 0-4, aber ist trotzdem ein Jungler. Ja, also der macht ihn natürlich hier trotzdem einfach weg, auch wenn er der Essence Reaver hat. Du bist ein ADC, du bist einfach ein Opfer ohne deine Mellow. Deswegen hat man jetzt auch einfach Herald Mitte platziert. Sehr interessanter Call. Makromäßig natürlich 10 von 10. Weil es funktioniert. Ich meine, es ist Geld, so ein bisschen. In die Tasche der Top-Lane ist gestorben. Ja, das, ich glaube, alles Einzelne, ne, das müssen wir auch gar nicht mehr hervorheben, dass Saber wieder in seinem Element ist und den Krakenslayer hat, das ist klar. Und eben, du hast gesagt, ja, ist halt ein Jungler, ne? Ich bin auch so frech und sage, gewisse Support-Jungler, die keiner spielt, ne, die wären da nicht so ein Thema. Aber Evelynn, das ist ein Assassine. Und das sehen wir jetzt eben auch gerade. Das ist der Job von Evelynn. Und die hat halt so viel Base-Damage. Da ist egal, wenn du 1, 2 Level down bist. Fabster, einfach ein Macher. Richtig, richtig schön gecombot. Der hat selber überhaupt keine Chance gelassen, irgendwas dagegen zu machen in dieser ganzen CC-Rotation mit Ult-Execute. Richtig, richtig schön von Fabster, der mir sehr gut gefällt hier auf dem Assassin. Ja, ist ja fast so ähnlich wie Warwick. Kann man natürlich auch machen. Mellow hat ein bisschen, ja, sie macht die Journey. Sie geht ein bisschen rum. Sie schaut sich ein bisschen hier Summoner's Rift an. In die Action! Shuriken will diven, hielt sich auch super viel einmal mit dem Melanie und Hopfen Highland. Die haben natürlich Bock hier, das Fishman Shutdown abzuholen. Und genauso geht es jetzt auch um den Drachen auf der Rift. Den will man nämlich auch holen. Oh mein Lord, was ist das denn für ein Schaden? Kaiser war gebannt und ja, stattdessen picken wir halt einfach Jace. Das ist genauso gut. Ja, ey, Kurt Fishman macht das unfassbar gut. Der wird die ganze Zeit jetzt hier poken, EQ, EQ machen, weil wer soll denn jetzt an ihn rankommen? Mellow ist da sehr gefährlich weit vorne, aber zwingt nur Kurt Fishman ein bisschen seine Aufmerksamkeit weg vom Drachen, weg von den Gegnern zu haben. Hopfen Highland ist da.
und smited. Oh, die Rocket holt Hoffenheim nicht ganz, ganz knapp. Der Heal hat gereicht und weiter geht die wilde Fahrt. Nicky Tainment überlebt hier. Fabster ist aber hungrig, hat Bock, nochmal den ADC abzuholen. Das ist nämlich das Leibgericht eines jeden Assassins. Und Nicky überlebt da nochmal. Am seidenen Faden kommt er raus und die Backports, die werden durchkommen. Meanwhile, Toplane Fate Shield gesidestepped worden. Relic hat hier alles gesidestepped und Saber sagt, ja, Entschuldigung, ich versuch's dann mit der nächsten Cooldown nochmal. Ja, das ist in Sabers Kopf. Er denkt sich, okay, alles klar, ich krieg dich vielleicht jetzt nicht, aber nachher definitiv. Fabster, das wird, glaube ich, nix. Unless Lascaris ist fast ready. Tatsächlich ist aber nichts passiert. Ich glaube, es war nicht, wirklich so wegen ein, zwei Sekunden war das jetzt nicht verfügbar. Das ist natürlich schade. Da hat man auch mit dem Leben gerade gespielt. Und beide kamen auch mit dem Leben davon. Und Turret ist auch auf der Botlane mittlerweile gefallen. Da ist der Schneeball wieder. Das Eis lässt grüßen und Vicky, der ADC, merkt man selber am eigenen Leib, wie es ist, wenn man da einfach nur weggehügelt wird vom ganzen Enemy-Team und man einfach gar keine Schnitte mehr hat. Apropos, keine Schnitte, ohne Messer wird es auch schwierig für Saber. Oh, da hat man zu viel gewollt, die Ulti zu früh. Da ist irgendwas schiefgelaufen mit der Combo. Schade, hier an Fabs, aber es geht weiter. Ja, natürlich geht's weiter. Melanie kommt mit der Kralle nochmal raus und jetzt ist Coach Fishman doch ein bisschen in Bedrängnis. Die Äxte fliegen. Nicky Tainment versucht wieder und er trifft hier. Whirling Death wird dem Ultnamen gerecht, denn tatsächlich hat man endlich ein Cash-In geholt. Fabster, keine Ultimate zur Verfügung und somit ein halber Champion. No Hopfenheiland will das sofort punishen, bekommt den Flash und auf Botlane wird weiter eingedrückt. Ja, also ich glaube, vor dem Game hat man gesagt, ey Leute, lasst irgendwie hinter alle 8 treffen, wir schlagen uns einfach und ja, sie machen es auch, wirklich. Also hier groß zu analysieren oder irgendwie die Plays, hat man gar keine Zeit. Ja, Fabster wurde geinsackt, spielt nicht mal eine große Rolle, Hopfenheiland, noch ein paar Style-Punkte. Übrigens, Leute, ich habe den Least in Insect geübt, seht ihr mal, hübsch ist es, schön sieht es aus, wie aus der Montage. Und Nico Babu ist zwar sehr tanky, aber reicht die Tankiness hier? Es scheint bisher so auszusehen, das ist sehr, sehr einschüchternd und, um auch mal noch ein bisschen sachlich was einzuwerfen, der Mitte-Turret ist natürlich die Lifeline, die will man irgendwie holen. Sabers HP-Balken ist seine eigene Lifeline und das ist zum dritten Mal dieses Spiel schon auf Null gegangen. Um Gottes Willen. Ja, Relic wird da jetzt gleich auch auf Hopfenheiland treffen und man setzt hier die Falle, ja, die ist gesetzt. Ja, Fabster ist jetzt wieder da, müsste zu seinem Botside-Jungle gehen. Auch sehr, sehr smart hier von den Allstars, die das getrackt haben. Die wissen, eigentlich müsste Fabster runterlaufen, aber da gibt es noch ein besseres Ziel oder ein besseres Opfer. ADC Gameplay in 2023, lol. Ja, aber man kann sagen, sie haben Botlane jetzt sehr lange gewartet, haben jetzt hier nur den ADC gepickt, whatever. Währenddessen nehmen Coach Fishman und Nico Babu von der FBL-Crew das Ganze in die Hand, holen sich einen Turm, greifen den zweiten sogar nochmal an. Und das gefällt mir gut, weil eine Minute 40 haben wir den Drachen, ne? Und da könnte man jetzt schon mal Wards platzieren, man könnte schon mal ein bisschen was holen. Ah, nee. Oh, das wird schallern. Fabster muss vielleicht defensiv ulten. Wird es nicht machen, gefällt mir aber. Immerhin ist die Cooldown so noch ready und Fishman sagt, ey, Buddy, ich hab das doch im Griff. Und jawohl, da ist der Revenge-Kill von Fishman. Also Midlane müsste jetzt 6.000 Gold Unterschied haben, wenn wir das ganz kurz sehen könnten, bitte. Wir haben 12.000 zu 6.000. Junge, Junge, ich bin ja so geil. Nee, 7.000, da fehlt noch ein bisschen. Da fehlt sogar, ja, also, guck, das ist ja super, super sexy. Nee, 5.000, das sind nur 5.000, also ja, aber ob wir die noch finden, ist, glaube ich, nur eine Frage des Wenn und, also wann und nicht ob, sagen wir es so. Ja, weil sie, also denen sind Waves egal, denen sind Türme egal, die wollen einfach kämpfen, die Allstars, denen ist alles Wuppe. Ich fasse es nicht, die machen ein Objective alles rein. Das gibt's ja nicht, als Team sogar. Und dann noch dem Leasing geben, dass er nicht mehr Warthoppen kann. Also, und dann sogar noch dem Schlechten. Ne, jetzt denkt sich Hopfenheiland auch, wofür habe ich den Müll eigentlich gerade gemacht? Das ist ja super kontraproduktiv. In der Mitte, was ziemlich produktiv sein kann, ist ein guter Engage. Und ADC in 2023, ich sag's gerne nochmal, Nicky Tainment zeigt uns aber, dass ADC auch ein bisschen austeilen kann, denn Coach Fishman wird hier das Shutdown finden. Und ich glaube, spätestens jetzt sollten es auch wirklich die schönen 6.000 sein. Okay, 100 fehlen noch.
100, 100 fehlen irgendwo. Aber. Irgendwo, Fishman, hol dir. Aber ja, praktisch, das sind die 6000. Und ja, du scheinst nur, also, ne, Houdini, du wirst das gerecht. Du hast irgendeine Glaskugel und hast einfach reingeschaut, ne? Ja, also sie spielen es auch wirklich, ja, wie soll ich sagen, so spielt man eigentlich in unserer Elo, so erwartet man jedes Game und deswegen finde ich auch die FPL so geil, weil wenn wir mal dieses Game vergleichen, was gleich mit dem Finale kommt, das werden Welten sein von der Spielklasse. Nico, boah, der Bait! Der Bait von Babu! Hopfen Highland aber auch! AD10 2023, by the way! Babu muss rausflashen und da kommt auch schon der Schneeball. Naja, es wundert mich aber tatsächlich, die ADCs haben nicht mit Abstand die meisten Tote oder so. Also, ne, es gehört auch immer die Arbeit dazu, das Team drumherum zu töten. Aber den ADC dann zu töten, ist dann halt schon ziemlich einfach, wenn er in dich reinläuft, ne? Ja, und dabei ist es eigentlich völlig egal, ob die ADCs 06 stehen oder 9-3. Nicky Tamin wird genauso von Coach Fishman, von Relic, sogar von Fabster einfach nur im 1v1 komplett hops genommen. Da ist es völlig egal, wie man steht. Und das sind halt einfach die ADCs. Die müssen einfach ultra aufpassen, dass sie hinter ihren Kollegen stehen. Apropos hinter Kollegen stehen. Ah. Ja, auf Wiedersehen. Ich will auch noch mal ein bisschen was reinbringen, ne? Es gibt ja sogenannte Peel-Supports eigentlich, die ja auch einem ADC helfen können, dass nicht das passiert, was gerade mit Saberx passiert, dass man nicht stirbt, ne? Sowas wie ein Alistar, der ja auch engagen kann, aber der kann auch ein Lee Sin zum Beispiel knock-uppen, wegknocken. Fresh, der kann dir Lantern geben. Dieses Game haben wir genau eine Methodik und die ist rein. Und Coach Fishman wird auch gerade ein bisschen das Opfer von dieser Methodik. Rennt da selber raus, kann den Schockblast nicht hitten. Was für ein Schild von Nico Babu. Unglaublich schön gespielt und die Defensive holt. Aber das Brennen kann man nicht verhindern. Das ist nämlich True Damage und daran hat es Babu dann auch nochmal ins Grab gerissen. Was für eine Partie aber auch. Ich will noch einen kleinen Throwback geben. Als du vorhin meintest, die haben den Jungle getrackt. Also, wenn die Spieler das hinkriegen, in so einer Fiesta noch Jungle zu tracken, also Hut ab, ne? Vicky, oh, Mitte, Gott. Ja, du hast dich halt ohne dein Team gezeigt. Das ist halt schon mal ein riesiger Fehler. Jetzt typical. Ne? Das war auch nur ein Bait für Coach Fishman, sind wir ehrlich. Oh, let's go! Sind wir ehrlich? Oh mein Gott, wenn da, ey, der Coach Fishman hat hier echt Penta-Potential, wenn er Bock hat. Triple ist schon mal da. Melanie, Quadra-Kill hier! Für Coach Fishman und der hat Bock, der fühlt den Eiwan-Bann. Komm schon, Fishman, geh runter, hol dir den Penta. Relic, überlebe einfach irgendwie. Oh, no, okay. Oh, killen die den. Oh, kriegen sie das hin? Zählt das noch? Und schafft, geht das überhaupt? Ich meine, Saberx ist jetzt nicht schwach und Fishman hat nur noch ein Fünftel Leben etwa. Oh, in Official Penta könnte es werden, es wird der Pentakill für Coach Fishman. Was für ein geiler Macher ist denn Coach Fishman. Der hat hier 7000, 8000 Gold Lead gegenüber seinem Laner und er nimmt das Game in die Hand, diese Fiesta, wirklich. Junge, Junge, wir haben einen Pentakill im Pre-Show-Show-Match. Von der FBL-Crew gegen die All-Stars. Ey, Freunde, besser wird's heute nicht mehr. Ich glaube, Finale können wir absagen. Ja, ich meine, wie gesagt, das ist die Hype-Show hier. Und was können wir uns Besseres versprechen als so ein Banger-Game? Shuriken hat nicht ganz so viel Spaß wie sein Gegenüber auf der Lane. Also ich glaube, Fishman, der fühlt das gerade mit einem Pentakill. Junge, Junge, ist das geil. Ja, aber ist die Frage, ob das reicht? Kann der Jace wirklich das hier carryen? Das ist vorhin, was ich sagen wollte. Das ist ein absolutes Gold-Game, ja, oder Silber-Game oder so. Das ist ja auch die Elo, in der wir spielen. So müsste eigentlich jedes Spiel der FBL aussehen, aber das tut's nicht. Wir merken auch von Split zu Split, wie die Teams immer krasser werden, wie deren Makro besser ist. Ja, komm, Georg, lass einfach. Ja, Saber, auf Wiedersehen. Zurück in die Base mit dir. Ab in die Base mit dir. Aber das finde ich so geil an der FBL, dass eigentlich sollte jedes Game aussehen wie das, aber das tut es nicht. Manche Games in der FBL sind so absolut makrolastig und so geil. Relict wird getreten, er wird mit Äxten beworfen und er beißt dann auch mal endlich ins Gras im Gebüsch und Fabster rennt auch noch ums Leben. Hat natürlich noch von Ultimate und von Items extra Mobility, aber die willst du im Normalfall nicht zum Escapen verwenden, die willst du zum Töten verwenden. Und hier ist auch dieser Drang natürlich da. Baron wird angefangen, wir schreiben die 24. Minuten in Crew gegen Star in diesem Game. Und kann man da irgendwie contesten? Coach Fishman ist nämlich nicht da und ohne Coach Fishman, sind wir ehrlich, sieht hier das FPL-Crew-Team nicht sehr stark aus. Deshalb überlässt man auch einfach den Nash.
Ja, also wenn wir uns mal so die Stärken von der Crew anschauen, dann ist es auf jeden Fall Coach Fisch. Du kannst nicht als ADC allein in der Mitte stehen. Das ist illegal. Polizei kommt und haut dich weg. Ja, aber wo weghauen? Ja, ja, und da kommt der Komplize und haut dich auch weg, wenn du Polizist bist. Ja, Saber hat einfach aufgegeben. Der dachte sich, ach komm, dann hol mich halt ab, Junge. Dann mach's doch nochmal. Oh, ja, wir machen es einfach nochmal. Da ist wieder Action. Was soll es sonst auch sein? Und es sind Kills, die wieder fallen. Wir sind immer noch, Leute, wir sind bei viel mehr als 2 Kills pro Minute. Vielleicht knacken wir noch die 3 Kills pro Minute, wenn das so weitergeht. Wer weiß. Da kommt auf jeden Fall der Schneeball, der Need for Speed Drive-By. Wird nicht connecten, Coach Fishman, vielleicht ein bisschen in Bedrängnis, vielleicht dann nochmal ein Panther-Engel, wer weiß. Oh, da channelt das Absolute Zero, es wird immer größer. Das wird nicht connecten, die Barrels können auch nicht connecten. Tausender Shutdown für Hopfen Island und der sieht das direkt als Motivation, Relic noch aus dem Leben zu schlagen und treten. Das ist doch ein Game, wie man es sich wünscht. Ja, also Mello hat einen einzigen Job, das ist auf Coach Fishman R drücken, alle Fähigkeiten drücken, die ihn irgendwie festhalten. Ja, das ist wirklich der einzige Job, den Mello hat. Sie spielt praktisch hier Malzahar Support, einfach nur R Stunbot. Und das muss man aber natürlich hier auf Coach Fishman holen, weil wir haben es gerade gesehen, im 1v9, im 1 gegen 5 kann er da auch nichts machen. Der ist da so lange CC'd, der konnte da nicht irgendwie raus, hat keinen Glanz dabei. Also Mello kann hier definitiv den Sieg für die Allstars holen. Ist ja auch das letzte Spiel tatsächlich hier für viele von denen. Also Hopfen Highland, Nikitainment, Melanie, die sind alle nicht im Finale, wurden aber gewählt tatsächlich von den Teams. Jedes Team konnte einen Spieler wählen. Vicky! Du bist verurteilt, allein auf der Lane zu stehen. Komm mit erhobenen Händen aus der Base und versuch's nochmal. Und Saber X ist der Komplize in der ganzen Operation und wird auch nochmal das Leben lassen. Was für eine Fiesta. Ich merke schon, mir fallen bald keine Synonyme für Sterben mehr ein. Es ist unglaublich. Man sagt übrigens besiegen, ne? Nicht töten. Ach so, ja, ingame. Töten ingame. Das geht ja, ne? Das geht. Holen wir da noch rein, so. Lass ihn rollen, Lass ihn rollen, Bowling Strike ist es. Und das sind ein paar gute Kills hier. Blaue HP-Balken verschwinden, während rote HP-Balken nur kleiner werden. Never mind, Coach Fishman, der fühlt sich da doch. Zurück in den Grayscreen, zurück in den Winterschlaf mit dir. Und Coach Fishman, einfach nur mit einer 1v9-Performance, die Super Mega Dive Rocket macht, möglich weiterzugehen für Fishman. Es war der Quadra, aber zugleich auch das Shutdown. Draven hat sich mit der Wurfaxt einen schönen 800er Shutdown gegönnt. Und da kommt ein Teleport dazu. Vicky, du bist allein auf der Lane. Komm mit der Hofe. Warte mal, Saber? Hat keine Ulti? Vicky so hat genug. Vicky hat genug, gemobbt zu werden. Nur weil man ADC pickt. So geht das nicht. Saber hat genug davon, dass die ADCs hier Straftaten begehen und alleine auf die Lane gehen. Webster ist auch im Schlepptau. Hat auch Bock. Exhaust könnte der Lebensretter werden. Ja, was soll Exhaust? Was nützt der Spell schon, wenn du ADC bist? Aber Webster hier sofort wieder. Mit dem Kill. Ja, und das ist absolut worth. Ja, diesen Trade gehst du immer. Ich glaube, Vicky ist nicht mal wirklich Gold wert. Ja, also 1-10 besteht sie jetzt hier. Aber ich glaube, das ist gar kein. Also den Trade sollte man immer nehmen. Weil jetzt fehlt natürlich sehr. Aber es ist auch kein Objective da. Das ist den Teams aber egal. Die kämpfen trotzdem. Ja, die kämpfen um ein Midlane-Minion oder so. Also es wird die ganze Zeit gefightet. Und Saber hat TP geused, hat kein Flash, hat jetzt Ulti, aber. Jetzt sollte eigentlich die Crew hier was machen im besten Fall. Und zwar zusammenbleiben und den Kampf annehmen. Kampf annehmen ist ein gutes Stichwort. Und somit ist Nikitainment auch schon wieder im Death Realm gelandet. Ohne dass wir einen Mordekaiser hier haben. Shuriken kann sich nochmal gut healen. Super Mega Dive Rocket wird ein bisschen extra Damage machen. Und Cannon Barrage geht da schön durch. Und die Pässe von Lissandra wird auch nochmal explodieren. Katschonk. Bisschen slow und hopfen. Highland. Nochmal der. Okay, nevermind. Offen Highland trifft einfach die Sonic Wave nicht. Da kommt aber Speedy Gonzales wieder mit dem Schneeball. Wird gestoppt. Tatsächlich sehr, sehr schöne Traps gesetzt von Vicky hier, um zu disengagen. Ein guter Counter auch in dem Sinne zu Shurikens Nunu. Ja, es hat nur 30 Minuten gedauert, bis wir sehen. Aber da hast du recht. Was macht Saber da? Ich hab geblinzelt. Was passiert? Er hat den Support-Tank geultet. Vicky, war beim Team, aber egal, schon viel zu behind hier. Aggressiver Move von Hopfen Island. Aggressive Plays auch einfach von der FPL.
Crew, beziehungsweise, Entschuldigung, den All-Stars. All-Stars, yes. Ja, ich wollte gerade, ne, um die, aber, ja, nee, es sind ja, ich wollte eigentlich sagen, die FPL-Spieler, und dann denke ich so, nee, warte mal, das gibt dann irgendwie ein Durcheinander, dann habe ich selber ein Durcheinander bekommen, aber das ganze Game ist ja auch ein einziges Durcheinander, also ganz ehrlich, was ist das denn hier für ein Game, was ist das auch für ein Sustain von Shuriken, Full AP, Nunu ist es hier, wird weggetreten mit dem Hammer und kann somit nicht zum Ulten kommen. Shuriken wird schon wieder auch zurück in das neue Spiel von League of Legends befördert. Denn da gehört er hin und nicht mehr in das Game. Das neue Spiel. Ja, der Baron. Song of Nunu, genau. Song of Nunu, Schleichwerbung. War sehr nice von dir, sehr, sehr nice. Ja, ja. Ne? Die Objectives sind jetzt offen. Es gibt sogar was, wenn man kämpft, dann kann man sogar was bekommen jetzt. Und ich hoffe doch sehr, dass Coach Fishman dieses 1 gegen 1 gewinnt. Eieiei, Coach Fishman, tatsächlich noch den GA ready. SaberX hätte noch Fade-Ziel zur Verfügung. Sidestep, diese kleine explosive Hextech-Energy-Kugel. Nikitainment auch auf der Jagd. Ich bin der beste ADC, ich hab Bock. Und mehr Burst-Damage ist da auf jeden Fall. Aber Poke-wise ist Vicky natürlich besser im Game. Coach Fishman. Er ist low, hat aber wie gesagt noch den GA. Kann sich somit also einen Fehltritt erlauben oder auch einen aggressiven Trade nehmen. Für den Turm hat's nicht gereicht, um den zu verteidigen. Der geht nämlich an die All-Stars. Und es ist so schade, dass die FPL-Crew sich nicht getraut hat, den Baron da anzufangen. Wir sehen da oben die Vision, Wir sehen, dass da Mello, Nico Babu natürlich und Fabs da ganz lange da oben chillen. Man hätte den schon dreimal machen können. Jetzt fängt man an. Oh, das wird auf jeden Fall knapp. Man hat keine Vision, sehr schön auch da. Jetzt sieht man, sie machen ihn und der ist sehr low, der ist schon gone. Der Schneeball kommt, aber nicht in Time. Smite connected, eine sehr gute Ultimate, wird aber nichts bringen. Und das ist Shuriken ganz allein. Wir haben doch gesagt, geh wieder zurück zu Song of Nunu, wo du hingehörst. Der Rest des Teams aber, die verwenden die Zeit, um möglichst die Base auseinanderzunehmen, um zu randalieren hier. Und SaberX hat auch Bock, selber noch ein bisschen für Unruhe zu stiften. Nikitainment, oh mein Gott, der Poke-Damage, das ist fast so disgusting wie eine AP-Kaiser, also nur fast. Fabsters Assassination Power ist aber auch ziemlich gut, wenn man bedenkt, wie klein er doch Early Game gehalten wurde hier im Late Game. Evelyn, Rabadons, was braucht man mehr, um den Schaden zu haben? Coach Wishman hat auf jeden Fall Bock, er weiß, er wird nicht mehr sehr viel stärker werden dieses Game, deshalb geht er so deep rein, wie es nur geht, er wird resurrected. Geht da noch was? Kann man hier vielleicht auf Seitencoach Fischen hat Cooldowns und er wird geholt hier. SaberX und Hopfen sind so low. Die stehen so nah am Tod. Mit den Schilden können sie sich aber durchsustehen. Mit den Heals auch. Da ist der Nunu wieder ab vom Nasher. Frisch gespawnt. Rollt sofort wieder rein, um wieder sein Leben zu lassen und besiegt zu werden. 45 Sekunden Grayscreen und Shuriken spielt hier wirklich nur noch Grayscreen Simulator. Auf geht's, FPL-Crew. Holt euch jetzt ein bisschen was von der Basis ein. Inhibitor, ja, Bot und Mid, die Waves sind nicht da, aber es wird wieder gekämpft. Oh mein Gott, hier, es hört nicht auf. Webster hätte zwar die Passive gehabt, aber kann sich nicht healen. Somit HP auf 0 und zurück in den Spawn mit dir. Relic frisst so viel Schaden. Auch er wird von der Planke geworfen. Da trifft tatsächlich nochmal die Sonic Wave. Man hat genug Energy, um zu jumpen. Und Nico Babu ist zwar tanky, aber es reicht auch nicht. Quadra Kill für Nikitainment. Tja, was hat meine Mutter immer gesagt? No Penta for Noobs. Coach Fishman jetzt hier alleine da. Man könnte vielleicht sogar noch den Penta haben. Nikitainment, mal gucken, ob er Noob ist. Oder ob er sich den Penta holt. Ah, Niki will den Penta haben, aber Coach Fishman mit Flash will natürlich der Einzige mit dem Penta in diesem Spiel sein und bleiben. Niki wird der Penta verwehrt, denn Coach Fishman hat einfach keine Balls, da reinzugehen und das 1v1 zu nehmen, wie ein richtiger Mann. Saber dodge da nochmal Richtung Enemy Base. Vicky wieder alleine unterwegs, einfach nur Existenzberechtigung genommen auf der Map, denn Vicky kann versuchen, hier einen guten Moment zu finden, aber ist halt so squishy, muss mit der Base spielen, muss mit dem Heal spielen und hier, das sieht wirklich gerade aus wie in einem Ara, man fokussiert sich nicht auf den Nexus. Wer muss sowas schon finishen können? Es geht um die Ehre und diese zu nehmen, es geht darum, uns einen geilen Auftakt zu geben und das war das Game zwischen den All-Stars und der FPL-Crew. Und wir wissen jetzt, warum die Spieler auch die Spieler sind
und die Crew eben nur die Crew. Ja, also GG well played, auf jeden Fall an beide Teams und krass Respekt natürlich an die FBL-Crew, die haben sich hier sehr, sehr gut verkauft. Es war ein Gemetzel, was seinesgleichen sucht. Ich glaube, so ein Game hatten wir, glaube ich, noch nie in der FBL und ich glaube, werden wir auch wahrscheinlich nie wieder haben. Aber wirklich krass Respekt an die FBL-Crew und ja, man muss auch sagen, die Allstars mit Nunu Mitte, ich glaube, die hatten auch ein bisschen Spaß bei der ganzen Sache, war definitiv sehr, sehr witzig anzuschauen. Ja, gewisse schöne Momente waren dabei, aber jetzt ist noch meine Frage an dich, ja. Houdini. Wer ja. ist der eigentliche Gewinner? Das Team, das den Penta gemacht hat oder das Team, das gewonnen hat? Man muss fairerweise sagen, bei der FBL-Crew war es nicht wirklich ein Team. Da war es irgendwie Code Fishman und alle anderen haben so semi-mäßig rumgespielt. Also die Allstars sind auf jeden Fall die ganz klaren Gewinner. Auch sehr schöne Insects. Ja, man hat ja schön Pass gemacht. Der Penta ist zwar ganz nett für Code Fishman, aber wenn du mich fragst, welches Team hat gewonnen, es gab eigentlich nur ein Team, was gespielt hat, leider. Also Code Fishman hat gewonnen. Auf jeden Fall nach wie vor Gewinner unserer Herzen. Coach Fishman, wenn du im Chat bist. Schöne Solo-Performance. Leider hattest du kein Teamplay und bist ein bisschen zu egoistisch gewesen. Ich glaube, der versteht das. Ne? Der das fühlt mich da. Ne? Hättest du halt mal einen Support-Mitte gespielt, so wie es der Nunu gemacht hat, ja? Da sieht man schon. Win Lane, lose Game und dann auf Reddit go complain. So, das war der Move. Ey, den kann ich nicht. Der ist geil. Der ist richtig geil. Den kannte ich auch noch nicht, bis ich ihn jetzt gesagt habe. Der ist sehr geil. Oh Mann. Nee, aber ey, Leute. Leute. Das war unser Auftakt. Ich glaube, also bei mir hat das für richtig gute Laune gesorgt. Ich hoffe bei euch auch, weil ich sehe auch schon im Chat, ne, eins der besten Games, die wir seit langem gesehen haben. Das ist wirklich die große Frage, warum ist der River noch blau und nicht rot von dem ganzen Blut, was da einfach nur weggeschnetzelt wurde die ganze Zeit. Naja, das war ein Game und ich frage mich jetzt auch, wollen wir dann bald mal in die Pause und dann den Auftakt zu dem More Serious Grande Finale machen, denn das war die Pre-Show, die ist mehr oder weniger vorbei und somit können wir uns dann doch langsam aber sicher Richtung der ernsten Games bewegen. Jawohl, dann bedanke ich mich natürlich auch nochmal bei dir, Alisrem, für den Cast. Du bist ja jetzt leider raus. Wir werden einen anderen Caster, den habt ihr auch gerade eben gesehen, den lieben Fabster haben, der jetzt an meiner Seite hier kommentieren wird. Vielen, vielen Dank an dich. Und ich würde sagen, wir machen eine Pause. Pre-Show ist noch nicht ganz vorbei. Ich glaube, unsere Analysten wollen noch ein bisschen was sagen. Vielleicht ein, zwei Spieler wollen noch was sagen. Ja, okay. Genau, fair. Deswegen würde ich sagen, gehen wir in die Pause, Alisrem. Dann viel Spaß noch und haut da rein, schaut da weiter, wir lesen und wir sehen uns.